Was geht ab, meine Freunde? Und welcome back zu einem weiteren Teil von Team Sexy. Wir haben uns entschieden, den Hashtag einfach Team, den Hashtag, die Folge einfach Team Sexy zu nennen. Hashtag Team Sexy 1, fertig. Auf jeden Fall sind wir erwacht. Ich habe heute am wenigsten von allen Tagen geschlafen, seitdem ich dieses Fitbit Charge habe. Optimal. Perfekt. Perfekt für den, perfekt für den heutigen Tag, ja. Vorbereitet. Jetzt kurz auf dem Weg zum Lidl, weil ich natürlich extrem vorbereitet war zu Manuels Ankunft. Brauchen wir auf jeden Fall jetzt für die Tage, weil wir später keine Zeit haben, was Erdbeeren, Haferflocken und Dinkelflocken, diesmal halt nicht, weil sonst muss ich zu allen Natura fahren. Und ja. Auf zufällig, auf schon, spontan. Hey, was ist los? Was ist los? Was macht ihr hier? Ich wollte euch mal meinen neuen Arbeitsplatz zeigen. Ich habe jetzt extra für YouTube so eine schöne Tischplatte geholt, die schwebt. Die kennt mich in meine Bude, die ist ja sonst, der Schrank stand ja sonst hier, den habe ich jetzt wieder hier hingestellt. Habe jetzt extra vorgestern so einen sexy Arbeitsplatz geholt mit so einem extrem günstigen Stuhl, Low Budget Lifestyle. Jetzt schaut euch dieses Face an. Oh, verdammt erotisch. Das ist Manuels Arbeitsplatz. Schau mal, halt mal rauf. Verdammt ergonomischer Sitzplatz. Als würde ich auf der fucking Black Roll sitzen. Und Manuel hat neue Schuhe. Zieh dich rein, sieht aus wie meine. Da. Nee, ich bin ja ein fucking Freak, was Flyknit Races anbelangt. Die sind sehr sexy. Egal. Was geht ab, Fitnessfreunde? And welcome back im YouTube-Labor. Bei der Camp wird wieder nichts gemacht, ihr Wichser. Meine Stimme ist ein bisschen anders heute. Alle Mann wieder am Start. Ja. Eugen fehlt noch. Wo ist Eugen? Eugen ist leider verhindert heute. Verhindert? Ja. Okay, dann müssen wir das Ding rocken. Sag Hallo zu deinen Abonnenten. Freunde. Wir kennen dich nämlich alle. Hast du mich Mongo gesagt? So, was ist unser Plan jetzt? Auf jeden Fall fahren wir jetzt ins Gym. Ja. 15 Uhr tauchen da hoffentlich ganz viele Leute auf. Ihr nämlich. Und Oscar hat noch Crank 2.0. Ja. Ganz 6, neu. 6.8. Den müssen wir eigentlich testen. Den müssen wir eigentlich testen. Wir testen für euch. Den und wenn er nicht flasht, dann ballen wir noch eine mal. Stunde später im Training dann nochmal ein. Ja. Intra-Workout. Genau. Intra-Booster. Post-Workout-Booster ist auch okay. Musst rauskarten. Neue Geschäftsidee, Mann. Ja, Humanity-Booster. Alter. Ja, und okay. Oh, fein! Wir sehen schon die grünen Scheiben fliegen. Auf jeden Fall. Halt dein Schnauze! Gleich nochmal Gerstengras in der Hälfte. Mit Humanity, mit sowieso Product Placement. mit diesem T-Shirt oder Stringer werden deine. Dein Genitalbereich Sex. Die anderen Channels müsst ihr nicht angucken, weil es kommt sowieso überall das Gleiche. Ja. Ich habe euch gerade Shoutout gegeben. Oh, vielen Dank, krass, war sehr sexy. Ist da was drin? Weil ich habe es ausgespült. Oh, doch, sieht ekelhaft aus. Wie viel braucht man damit? Zwei. Ja, empfohlen ist einer. Ich brauche 8. Empfohlen sind 8. Tapia gleich. Man muss aber als erstes verreisen. Ich kenne es das. Weiß nicht, wie gehört die? Ah, Oskar. Oh, Oskar, was geht? Was genau, Fitnessfreunde? Hallo, Oskars Abonnenten. Komm zu uns. Komm. I'm dancing in the deep.
back im Tapia Loft. Es geht, Eugen. Es geht. Eugen, unser Freund, ist doch dabei, hat eigentlich fast abgesagt, oder hatte schon abgesagt. Und Gott sei Dank ist er jetzt doch dabei. Wir machen jetzt gerade fertig. Manuel führt sich wie immer die Haare, das dauert ungefähr 30 Minuten. Arne ist auch schon sehr sexy. Look at the sexiness. Und dann geht's auch straight zu Gym Junkie. Und zwar wurden wir von Sia zur Weihnachtsfeier eingeladen. Wenn du das Video siehst, mein Freund, ich werde mich natürlich nochmal persönlich bedanken, aber das ist ein echt angenehmer und sehr guter Schachzug. Marketingtechnisch sehr schlau, ich vertraue dir nicht. Nein, Spaß beiseite, ich denke, wir freuen uns alle drauf, Oscar auch. Ja, auf jeden Fall, total aus, das ist motiviert. Oh, look at this! Okay, meine Freunde, wir sind jetzt endlich angekommen. Drei, vier Stunden zu spät. 19 Uhr ist Treffbart gestartet. Stunde später. Stunde später. Ja, easy. Juckt uns nicht. Nein, Spaß. Aber wir lohnen jetzt. Ja, wir waren einfach zu viele Leute im McFit. Und die Jungs mussten dann noch duschen. Und wir haben noch 20 Minuten Parkplatz gesucht. Und ich habe jetzt echt mal die Haare. Sieht anders aus. Sieht anders aus, ne? Auf jeden Fall sind wir eine echt geile Runde. Dickes Shoutout an Gym Junkie für diesen extrem starken Teller. Für mich hier alleine. Warum nimmst du was für meinen Teller? Das ist mein Teller, mein Freund. Obwohl auch so massiv. Nein, wir teilen natürlich. Oh, aber er ist auch da. Was machst du überhaupt hier? Hier ist noch Shreddies und ich habe jetzt nicht vor, jetzt eine große Rede zu halten oder sonst irgendwas, aber so ein paar Sachen würde ich gerne noch loswerden. Arne Tapia, euch habe ich jetzt vor kurzem kennengelernt. Ihr passt perfekt zu mir. Ohne Scheiß, eure Lust am Leben und diese Freude, die ihr ausstrahlt, jeden Tag auf Instagram, Facebook. Ja, YouTube, da steckt wirklich, wirklich Hashtag NoHeto. Danke, Mann. Vielen Dank. Richtig, richtig nice. Ja. Manuel, ich glaube, wann war das wirklich das erste Mal im April auf der FIBO jetzt letztes Jahr? Nee, dieses Jahr ist noch gar nicht so lange her. FIBO war das, ja. Da ist aus einem kurzen Hallo und einem kurzen Handshake, da hatten wir wirklich nicht viel Zeit, ist es so weit gekommen, dass du uns stalkst und jedes Mal wieder haben wir. Ja, genau. Ich habe mich reingestellt. Ich kenne dich gar nicht. Das ist kein Problem für mich. Das war richtig, richtig fett. Auch das ist echt genial. Danke schon, mehr wollte ich gar nicht sagen. Cheers. Dankeschön. Kauf nicht über seinen Link, auf keinen Fall. Mach nur 10. Nein, mit Tapia 10 zahlst du 10% drauf. Ja, genau. Scheiße. Essen ist durch. Ganz, genau, ganz, ganz großen Dank an Gym Junkie, an Sia und Roberto für diese verdammt sexy Zusammenkunft. Ja. Das ist nämlich das Wichtige, weniger das Essen. Und wir sind jetzt zu fünft unterwegs. Oh, jetzt Geschenke, Weihnachtsgeschenke, wir nicht. Toll, okay, danke schön. Ja, Tüte Popcorn bekommen. Ja, danke. Ja, und wir haben es leider nicht satt geworden. Also umgerechnet, denke ich, habe ich so 1900 Kalorien vielleicht heute gegessen und habe laut Fitbit, viel zu viel verbrannt. Ja, es fehlen bestimmt 2000. Was? Noch mehr, glaube ich. Noch mehr? 2,5 locker. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen dancen. Das heißt, da geht noch was. Also heute ist Cardio Shredded Party. Ja. Defi Party. Morgen früh aufstehen. Morgen früh aufstehen. Und dann das typische, ich bin so aufgewacht. Ja. Sixpack. Verdammt, ich merke schon, dass ich wieder Bauchmuskel bekomme. Ich weiß nicht, wo die herkommen, aber ich bekomme sie wieder. Ich entwässer gerade, quasi. Mit ganz wenig Salz. Nein. Und unser Auto steht natürlich auch im Arsch der Welt. Das heißt, wir müssen nochmal 5000 Schritte zurücklegen. Aber jetzt erstmal irgendwie, keine Ahnung, 3 Döner reinhauen oder irgendwas. Scheißegal was, Hauptsache rein. Und dann, ab auf Party. Ja, ich glaube, wir beenden das hier mal heute. Weil der Rest wird, ist nicht mehr Fitness-related, ist Lifestyle-related. Inaktiv. Bitte was? Nein. Wir beenden das hier und nächstes Mal schalten wir wieder ein. Es gibt noch ein Team Sexy Video, oder? Oder? Ja, auf jeden Fall. Wir haben ein paar, ein bisschen was vor. Also freut euch drauf. Es wird noch mindestens 1-2 Videos geben, während Manuel hier ist. Und dann, meine Freunde, sehen wir uns beim nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt, das ist Oscars Jahr für reinscampt. Der läuft immer bei uns in den Videos. Ja, das soll drauf, das jetzt. Will nur Fame. Will sich wieder so hochziehen. Sorry, Bro. Ja. Haut rein. Peace.